Er war der mehr als unglückliche Hauptdarsteller des Spieltags. Aber stark war Wolfgang Stark erst nach dem Abpfiff, als Deutschlands Vorzeigeschiedsrichter seine krasse Fehlentscheidung zugab, was den Dortmundern allerdings wenig half. Ja, es war leider ein Wahrnehmungsfehler von mir. Also im Spiel war für mich eigentlich klar, Handspiel auf der Torlinie, was zu einem Strafschuss und einer roten Karte führt. Die Bilder sprechen leider eine andere Sprache. Es war ein Wahrnehmungsfehler. Es tut mir natürlich leid. Darf eigentlich nicht passieren. Ist leider passiert. Aber wie gesagt, aufgrund der Fernsehbilder lag kein Handspiel vor. Und somit war der Strafschuss und die rote Karte ein Fehler von mir. Das ist sicherlich okay, dass er das nach Sicht der Bilder dann auch zugibt. Aber da gibt es ja auch keine zwei Meinungen, weil die Szene so eindeutig ist. Was soll man sonst sagen? Aber in der Tat, es hilft uns nicht mehr. Die Punkte sind weg. Wir haben das Spiel verloren. Und das ist mehr als ärgerlich. Die vorentscheidende Szene des Spiels zwischen dem BVB und Wolfsburg war für jeden klar erkennbar. Nicht so für Wolfgang Stark. Der machte kurzen Prozess mit Marcel Schmelzer. Hand, Elfmeter, Platzverweis. Dabei hatte Schmelzer alles getan, um das Handspiel zu vermeiden. Der ungerecht Bestrafte durfte ebenso nichts sagen wie die Teamkollegen. Interviewverbot vom Trainer. Der nahm sich auf der Pressekonferenz tapfer zusammen, obwohl es in Jürgen Klopp kochte. In der Halbzeit hatte dann schlussendlich jeder mitbekommen, dass es keine rote Karte war. Wir haben es nicht gesehen, aber es haben uns alle gesagt. Es war nicht wahnsinnig hilfreich, so was die Gemütsverfassung angeht. Und dann so einem Ergebnis hinterherzurennen, das 2-2 zu machen und dann eben noch das 3-2 zu kriegen, das ist einfach hart. Das Spiel ist ab der 35. Minute für mich nicht mehr zu bewerten. Dumm gelaufen für den BVB, auch wenn Marcel Schmelzer noch am Abend vom DFB-Kontrollausschuss freigesprochen wurde. Für Dortmund ist das Thema aber noch lange nicht erledigt. Ich bin ein Mensch, der nicht an so ganz viele Zufälle glaubt. Ne? Also das ist schon... Das ist schon eine exklusive Wahrnehmung, die er hat. Denkt an Kovac, wo der Ball hinten schon am Netz fast angeschlagen ist. Ja, also das ist jetzt wirklich schwer zu verdauen, so eine Stunde nach dem Spiel. Ja. Schon in der Vergangenheit war Stark des Öfteren ein rotes Tuch für die Schwarz-Gelben. Die Führungsriege des BVB will daher nun überprüfen, ob sie Wolfgang Stark künftig als Schiedsrichter ablehnt. Im Meisterrennen aber bringt ihnen das in dieser Saison nichts mehr.